Gut, also der Vortrag ist für euch, ein Vortrag. Das, was wir heute machen, ist für euch und es geht um Bewusstsein. Auf der Welt verschiebt sich als Bewusstsein. Wir kommen jetzt von der dritten Dimension durch die vierte Dimension in die fünfte Dimension. Und da tut sich ganz viel. Und meine Frage ist, was braucht ihr noch? Was habt ihr für Wünsche? Also ein bisschen was habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben. Gibt es noch was? Sonst start die einfach mal, fangen mal an. Und vielleicht tauchen dann im Laufe des Vortrags Fragen auf. Gibt es jetzt schon noch Fragen oder Wünsche? Ja, gern, Cecilia. Also, und zwar Techniken würde mich interessieren, weil es gibt im Moment solche Achterbahnen gefühlsmäßig und einfach, ich habe von Sachen gehört, da gibt es irgendwelche Geräte, die man kaufen kann um 1000 Euro, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es muss etwas Einfacheres geben, einfachere Techniken geben. Ja, Das genau. würde mich interessieren. Wir waren ja früher in der dritten Dimension und in der dritten Dimension, da waren wir Opfer, hilflos, machtlos. Das waren wir jetzt ja Hunderttausende lang, waren wir arme kleine Würstchen auf der Erde. Und da ist es darum gegangen, ein Ego auszubilden. Also in der dritten Dimension ist es darum gegangen, also vorher, bevor wir hinuntergekommen sind in die dritte Dimension, waren wir eine große Licht- und Liebeswolke, alles eins, glücklich, mächtig, uns unserer eigenen Göttlichkeit bewusst. Und dann sind wir runtergerutscht in die dritte Dimension. Und der Sinn der dritten Dimension war, in der Materie drinnen hat jeder seinen eigenen Körper. Und da sind wir ganz klar voneinander getrennt. Und dann geht es darum, ich bin anders wie du und wie du und wie du. Also es ist darum gegangen, dass jeder sein eigenes Ich ausbildet in einen eigenen Körper, wo dann ganz klar ist, wir sind voneinander getrennt. Und das war jetzt ja Zehntausende, 500, 700, 800 Inkarnationen lang, war das der Schmäh, das war das, was wir lernen sollten. Aus dieser großen Liebeswolke, wo wir alle eine Einheit waren, sollten wir lernen, ein Ich zu entwickeln, um, damit jeder ein bisschen anders wird. Wir sind uns zwar alle ähnlich, wir sind alle menschlich, wir machen im Laufe unserer Leben verschiedene Erfahrungen, aber wir sollen alle ein bisschen eigene Erfahrungen sammeln und dadurch ein Ego, eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und wenn dann noch 500 oder 800 Inkarnationen dieses Ego fertig entwickelt ist, dann geht es darum, jetzt können wir diese Persönlichkeit, dieses Ich, können wir jetzt wieder, wenn wir in die fünfte Dimension gehen, können wir die Ichs wieder miteinander verschmelzen lassen und gleichzeitig Ich bleiben. Also, das heißt, Aufstieg in die fünfte Dimension heißt nicht, wir verlieren das Ich, sondern wir nehmen unser Ich in die höhere Dimension mit. Und diese Ichs verschmelzen wieder zu einer Liebeslichtwolke, wo aber lauter Ichs drinnen sind. Also wo diese Persönlichkeiten besser ausgebildet sind als vorher, klarer. Das heißt, die Lichtwolke, die wir bilden, wenn wir wieder in der fünften Dimension zusammenschmelzen, diese Lichtwolke wird bunter als vorher. Bevor wir in den Körper runtergegangen sind, bevor wir in die dritte Dimension gegangen sind, da waren wir mehr oder weniger Einheitsbrei. Da waren wir uns relativ ähnlich. Alle aus der Quelle gekommen, alle haben uns erinnern können, wir kommen aus der Quelle. Herunten haben wir das Ego entwickelt und jetzt mit dem Ego steigen wir auf, mit der Persönlichkeit. Und dadurch, dass jeder ein bisschen anders ist, schillern wir. Das heißt, die Corinna entwickelt ihr Licht zum Beispiel blaugrün. Die Renate entwickelt ihr Licht smaragdgrün. Der Manfred entwickelt sein Licht tannengrün. Die Cecilia entwickelt ihr Licht neongrün. Ja? Und alle diese Grünfacetten und Blaufacetten und Rotfacetten und Gelbfacetten, wenn die jetzt wieder zusammenkommen, gibt es ein Regenbogenlicht.
Also es geht darum, dass wir jetzt, wenn wir aufsteigen mit unserer Persönlichkeit, schillerndere Persönlichkeiten, vielfältigere Persönlichkeiten sind als vorher. Jeder ist ein bisschen anders und wenn wir zusammenkommen, dann machen wir einen wunderbaren Regenbogen. Jeder hat seine eigene Facette, seine eigene Erfahrungen gemacht. Jetzt ist jeder ein bisschen was anderes, ein bisschen was Besonderes. Und diese vielen besonderen Ichs, Persönlichkeiten, Schwingungen, Seelen treffen sich. Und damit wir wieder verschmelzen können, damit wir wieder zusammenkommen können, kriegen wir jetzt herunten in der dritten Dimension einen Druck. Also, dass wir jetzt diesen Viruswahnsinn haben, das ist kein Zufall. Das ist perfekt im kosmischen Plan. Es geht darum, dass wir jetzt aussteigen aus der dritten Dimension, aus dem Ego und uns begeben in die fünfte Dimension. Dritte Dimension heißt Angstdimension. Also, dritte Dimension ist die Angstdimension. Und sie machen uns jetzt ganz viel Druck, damit wir ganz viel Angst haben. Und die Menschen merken, Angst ist nicht das, was ich haben will. Das fühlt sich nicht richtig an. Sie machen so viel Angst, dass es deutlich spürbar wird. Angst ist das Falsche. Zusätzlich dazu, dass man merken, Angst ist nicht mehr das, was mir dient, geht das Bewusstsein auf und es gibt die Möglichkeit aufzusteigen. Durch die aktivierte Zwölfstrang-DNA, durch die Öffnung der Astralschicht, durch die Sternensaten, die auf die Erde herunterkommen. Also es gibt verschiedene Faktoren, warum auf der Erde jetzt das Bewusstsein steigt. Es gibt mehr Möglichkeit für Licht. Und jetzt machen sie unseren Druck, damit wir sagen, da will ich aussteigen und es gibt die Möglichkeit auszusteigen und wir katapultieren uns jetzt oder heben uns, wollen uns nach oben heben, wollen uns aus der Dimension, aus der Angstdimension rausheben und kommen dadurch in die fünfte Dimension. Und das ist genau das, was geplant ist, der Aufstieg. Dritte Dimension heißt, ich bin in meinem Körper getrennt von allen anderen. Es ist ganz klar, ich schaue anders aus wie die Luise, ich bin eine andere Persönlichkeit wie der Peter, ich habe andere Erfahrungen wie die Lisbeth, ich habe anderes Wissen wie die Cecilia. Ja? Also wir sind alles Individuen und im Körper drinnen ist klar, jeder ist anders. Und wenn wir jetzt in die fünfte Dimension kommen, fünfte Dimension heißt, da ist klar, wir sind alle eins. Wir haben einen unterschiedlichen Körper mit unterschiedlichen Erfahrungen, Gedanken, Gefühlen. Aber die Seele, die Aura, Seele, höheres Selbst, die werden wieder miteinander verschmelzen, sodass wir eine große Energiewolke werden. Also es geht darum, dass wir nicht mehr unsere Aufmerksamkeit auf die dritte Dimension, aufs Ego, auf die Trennung richten. Durch die Trennung haben wir Ego entwickelt, das war gut. Und jetzt geht es darum, dass wir die Aufmerksamkeit vom Ego weg, von der Trennung weg, hin zur fünften Dimension, zur Einheit. Wir sind alle eins, wir sind in Liebe miteinander verbunden. Das ist das, was jetzt ansteht. Das heißt fünfte Dimension. Also diese Verbindung, diese Liebe, dieses alles ist gut, dieses Urvertrauen, das ist das, was jetzt am Plan steht. Das ist der nächste Entwicklungsschritt für alle Seelen auf der Erde. Und damit wir eine Riesensehnsucht kriegen nach dieser Einheit und spüren, dass das herunten, das Getrennte nichts mehr ist für uns, machen sie herunten richtig Angst. Setzen Sie unter Druck, damit wir sagen, da herunter in der dritten Dimension, das halte ich nicht mehr aus, da will ich nicht. Ich will in die fünfte Dimension, über den Dingen stehen, in der Einheit, in der Liebe, mich entspannen, ins Urvertrauen. Ich will unbedingt dorthin, wo alles gut ist. Also das heißt, diesen Viruswahnsinn, den Sie uns da zumuten, das ist ein Arschtritt, damit wir endlich in die fünfte Dimension gehen. Und da könnten wir Danke dafür sagen.
damit wir es herunten, damit wir sagen, herunten macht es keinen Spaß mehr, herunten, das spüre ich, das ist nicht mehr das Richtige. Ich will unbedingt in einer Ebene, wo es mir gut geht. Und das heißt, wir werden sozusagen gezwungen, aus der Volksschule ins Gymnasium zu gehen. Wir kriegen jetzt die Abschlussprüfung und dann müssen wir in die fünfte Dimension gehen. Wir werden rausgeschmissen aus der Volksschule. Das sind die Abschlussprüfungen. Und manche stellen sich ein bisschen geschickter an und manche sind ungeschickt. Die sagen, nein, ich will bleiben da, wo ich bin und es ist ja eh alles gut und ich habe Angst vor Veränderung und ich will wieder zurück zu vorher. Ich möchte nur ein Glas wiederholen. Weil, wer weiß, wie es in der nächsten Schule ist, andere Lehrer und andere Umgebung und wer weiß, ob es mir gut tut und ob ich meine Freunde nicht verliere. Das ist immer so, wenn es große Veränderungen geben soll, dass dann manche sagen, na, trau mich nicht. Mag ich nicht, kann ich nicht. Und deswegen braucht man eben diesen Druck. Manche machen die Veränderung freiwillig und manche brauchen einen Druck, damit sie dann aufsteigen. Und manche müssen dann tatsächlich die Klasse wiederholen oder die bleiben in der Volksschule, die müssen dann halt wahrscheinlich auf einem anderen Planeten weitermachen. Das werden wir dann sehen. So, das war jetzt mal so ganz grob. Wie geht es euch damit? Habt ihr dazu Fragen? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das so erzählt? Ich finde es dort voll gut, das zu hören so. Und ja, man hat es eh gespürt irgendwie, der Druck. Es ist, wie man es nimmt. Also wenn man sagt, man will eh weiter wachsen, nachher macht es einem gar nicht so einen Druck. Man ist ja eigentlich gar nicht so da. Und wenn ich mich wehre, oder man sieht es einfach, wenn sich jemand so wehrt dagegen, dann wird es schwieriger. Aber es tut total gut so, von dir das so zu hören, wenn man es einfach, ja, nur einmal anders da wahrnehmen kann. Ja, danke. War gut. Danke Ihnen. Danke, Renate. Es geht um Bewusstseinsentwicklung und Bewusstsein ist alles. Also der Körper hat ein Selbstbewusstsein inzwischen, unsere Gefühle sind eine Ebene des Bewusstseins, unsere Gedanken sind eine Ebene des Bewusstseins, unsere Aura ist eine Bewusstseinsebene, unsere Seele ist eine Bewusstseinsebene, unser Geistführer ist eine Bewusstseinsebene, unsere Helfer ganz weit oben. Alles im Universum ist Bewusstsein. Und es geht darum, dass wir unser Hauptaugenmerk von der dritten Dimension hinauf entwickeln in die fünfte Dimension. Und das heißt aber nicht, dass wir aussteigen aus der dritten Dimension. Es ist nicht so, dass wir die dritte Dimension verlassen, aus dem Körper rausgehen und nur mehr spirituelle Wesen werden, sondern es ist tatsächlich ist es so, dass wir unseren Körper, unser Energiefeld öffnen und die höheren Ebenen hereinlassen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir aus dem Körper rausflüchten. Aufstieg heißt nicht, wir verlassen die dritte Dimension und gehen komplett als rein Lichtwesen nach oben, sondern im Körper drinnen öffnen wir uns und lassen die höheren Dimensionen herein, sodass wir im Körper drinnen die vierte und die fünfte Dimension und andere Dimensionen fühlen können. Also es geht nicht um ein Wegflüchten, was wir ja lang genug gemacht haben. Wenn es da unten nicht gefallen hat oder wenn es schwierig war oder anstrengend, dann haben wir uns nach oben gesehnt, weggesehnt. Haben zu den Sternen gestarrt und uns gedacht, mei, es ist so anstrengend und wann stirb ich und will ich nimmer und mein Engel hol mich ab oder was immer wieder für Fantasien gehabt haben. Ja? Das ist es aber nicht. Es geht darum, dass wir im Körper drinnen uns bewusst werden, wir haben eine Seele. Wir sind göttliche Wesen.
Wir sind Lichter, wir haben Bewusstseinsebenen, wir haben Fähigkeiten, das Licht in uns nimmt zu, die Göttlichkeit, die Freiheit, wir kriegen telepathische Fähigkeiten, also im Körper drinnen wird uns bewusst, wer wir sind und was wir können. Das ist das Besondere. Das heißt, wir flüchten nicht raus, sondern wir bleiben im Körper drinnen und werden es immer bewusster, wer wir sind und was wir können. Das heißt, das Göttliche in uns drinnen wächst und wächst und wächst. Wir bleiben im Körper und holen Gott oder die höheren Dimensionen herein. Das ist das Besondere. Das heißt, Aufstieg heißt eigentlich Abstieg. Die höheren Dimensionen kommen in die dritte Dimension, in die Materie, in den Körper hinein. Also nicht wegflüchten. Und wir kriegen ja jetzt, manchmal ist der Anreiz groß, den Wahnsinn da, den Affenzirkus, ich will raus, ich will weg. Die Versuchung ist ja groß. Unsere Aufgabe, die wir ein bisschen bewusster sind, ist, das Licht herunterzuholen, das Licht zu verankern. Lichtsäulen zu sein, Bewusstseinstankstellen zu sein, Bewusstseinssendemasten zu sein. Wir holen das Licht, das Vertrauen, die Liebe, holen wir in den Körper herein und das strahlen wir dann aus. Und dadurch werden wir Sendemasten für fünfdimensionales Bewusstsein oder für Liebe oder für Urvertrauen oder für Gelassenheit oder für Frieden. Wir sind die, die Licht verbreiten. Das ist unser Job. Ja, Ebene, darf ich was sagen? Ja. Was mir gerade wichtig wäre, weil zufälligerweise hat sich mein Termin um eine halbe Stunde verschoben. Ja. Kennen wir doch. Ich finde, weil ich das selbst, wie ganz viele andere erleben, dass Erdung ganz, ganz wichtig ist im Moment. Weil es ist einfacher, ins Licht zu flüchten, wie sich zu erden und den Tatsachen zu stellen. Und Dankbarkeit, jeden Tag leben und jeden Tag sich selbst etwas Gutes zu tun, finde ich ganz so wichtig, dass man das mitteilen sollte. Genau. Oder halt, das ist vielleicht einfach nur mein Thema, aber ich wollte es jetzt einfach teilen. Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe. Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Wie wird man denn Lichtsendemast? Genau ja. So. Eben, weil es geht nur, wenn man mit Mutter Erde und nach oben verbunden ist. Und dann gibt es nur die Einheit. Und da wir im Moment flüchten wollen, flüchten wir es nach oben und wollen uns nicht erden. Und wollen den Tatsachen nicht ins Auge schauen. Also genau. Das ist halt einfach nur meine Meinung. Genau, das wäre das Falsche. Es geht darum, auf der Erde zu bleiben, im Körper zu bleiben und im Körper Liebe zu sein oder Dankbarkeit zu sein. Danke, Priska, ja. Ja, Manfred, gern. Ist es nicht auch so, dass die Erde ja uns Menschen auch braucht? Dass wir jetzt ja da, wenn sie sagt, wir sollen geerdet sein, dass das auch eine wichtige Aufgabe für uns ist, auf die Erde auch zu schauen, wenn man die Erde anschaut, auch als ein Lebewesen, als ein Teil vom großen Ganzen, dass wir alle sind, in diese Richtung. Dankbar sein, dass wir hier sind, jeden Tag aufstehen dürfen und eigentlich uns bedanken müssten bei den Herrschaften, die uns jetzt alles zeigen, was wir nicht möchten. Damit wir endlich lernen, nicht diese immer zu verurteilen und beurteilen und so weiter, sondern diese sein zu lassen, wie sie sind. Das ist immer so. Wir haben ja das alle gewusst, bevor wir auf die Erde gekommen sind, inkarniert sind und haben wir ja gewusst, auf was wir uns einlassen und dass wir jetzt da uns treu bleiben und dranbleiben. Und wenn wir das nicht einhalten, mal riesig so, ich war ja schon mal ein bisschen weiter oben, nach dem Unfall einmal, eine Zeit lang, und da hat man mich ja wieder retour geschickt. Also wir hätten noch was Wichtiges zu erledigen da unten
kann mich jetzt aber den Auftrag nicht mehr erinnern, ist schon zu lange her, aber in die Richtung, ich weiß noch ganz genau, wie schön das dort war und dass ich eben wieder zurück musste. Genau, und das Schöne, das du da erlebt hast, im Körper drinnen zu erinnern. Mhm. Und wenn du es nämlich im Körper drinnen dich erinnerst, dann strahlst du es aus. Und wir sind jetzt in der Phase eben, wo wir diese höheren Dimensionen verkörpern sollen. Und da braucht man manchmal ein bisschen einen Druck. Das ist wie eine gute Vogelmutter schmeißt ihre Jungen irgendwann aus dem Nest raus, damit sie gezwungen sind zu fliegen. In dieser Phase sind wir jetzt. Ja, Luise? Ich finde, du bringst wunderbare Vergleiche. Die werden immer besser. Ehrlich, na echt, das ist so schön. Auch das, was du am Anfang erklärt hast, total schön. Ja, gut nachvollziehbar. Genau so ist es. Hm. Schön. Danke. Und ich glaube schon, dass wie er gerade gesagt hat, der Manfred, dass man nicht bewertet und verurteilt, das ist im Moment sehr leicht, weil auf allen Telegram-Kanälen und so weiter oder die ganzen Meldungen, die da reinkommen jeden Tag, was ja wirklich schlimme Dinge sind, was so vom Deep State und so weiter veranlasst worden ist, aber dass man eben sich bewusst ist, dass ja eigentlich beide Seiten zusammen das Ganze bewirken, wo jetzt zu diesem Aufstieg führen darf für uns. Das ist eigentlich ganz wichtig, ja. Sie auch so. Genau, Luise, und verurteilen, wenn ich verurteile, kann ich mir sicher sein, dass ich in der dritten Dimension bin. Genau, ja, genau. Wenn ich das Bedürfnis habe zu verurteilen, dann habe ich eine Scheißstimmung. Ja, ja. Dann bin ich derjenige, der Probleme macht. Weil verurteilen kann ich nur, wenn ich in der dritten Dimension bin. Ja, es geht ja schon so weit aus Bewerten, oder? Geht ja auch schon, ist eine Vorstufe im Prinzip, ist auch schon das Gleiche. Ja. Und wenn man da ganz intensiv mit sich arbeitet und einem das bewusst wird, kann man schon viel Positives leisten, auch im Umfeld. Ja. Dass man es immer wieder ausgleicht im Prinzip, wenn andere bewerten und verurteilen. Ja, ausgleichen, ich weiß, was du meinst, ist der Ausdruck ist ein bisschen ungünstig gewählt, weil ausgleichen würde heißen, ich muss schauen, wo ein Problem ist und da muss ich Ordnung reinbringen. Nein, es geht nicht darum, mich dafür zu interessieren, was im Außen für Probleme sind, sondern es geht darum, mich für mich zu interessieren und zu schauen, dass ich in einer guten Schwingung bin. Genau, ja. Damit bin ich ausgleichend, ohne dass ich aktiv ausgleiche. Richtig, ja, so sagt man. Ich drauf schaue, wo das Problem ist und dann versuche zu harmonisieren, sondern ich strahle einfach Harmonie aus und fertig. Ja. Das heißt, ich schaue unabhängig davon, was im Außen für Theater veranstaltet wird, schaue, dass ich in einer guten Schwingung bin. Und damit bin ich Glühbirne, Lichtsäule, Sendeantenne für Liebestation, Lichtstation. Darum geht's. Und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt gleich eine Übung machen. Wir gehen jetzt absichtlich in die dritte und in die fünfte Dimension. Weil in der dritten Dimension, da kann man nämlich verurteilen. Das probieren wir dann gleich. Und in der fünften Dimension geht es nicht mehr. Und wir neigen ja jetzt dazu, besser zu wissen. Ja? Die sich sogenannt impfen lassen, die sich die Spritzen geben lassen, das sind die Falschen, die Deep States sind die Bösen, es ist eine Sauerei, was auf der Welt passiert, das ist gefährlich und das ist, ja, überall haben wir eine Meinung dazu. Und das zieht uns nach unten. Genau. Und das schauen wir uns jetzt an, wie uns das nach unten zieht, beziehungsweise schauen wir uns an, wie in der fünften Dimension, dass uns das nicht mehr interessiert. Dass wir nicht mehr wissen müssen, was richtig ist und was falsch ist. Bevor wir jetzt zur Übung gehen, dass wir in die dritte und in die fünfte Dimension gehen, habt ihr noch Fragen oder können wir dann starten? Gibt es noch Fragen? In Amerika ist gerade was eingefallen. Und zwar ist es jetzt besser, dass man sich die Sachen gar nicht so anschaut, was passiert. Eben, oder kommt es nachher drauf an, ob ich eben in der Liebe bleibe oder ob ich mich eben in Arbeit ziehen lasse. Ist es noch besser, wenn ich überhaupt gar nicht schaue oder lese?
Mir, Renate, ist es so, dass ich mir das anschauen kann, was passiert, und trotzdem in der Liebe bleiben. Trotzdem nicht bewerten. Das ist eine hohe Kunst. Ob das an Tagen, wo es mir schlecht geht, schaue ich einfach nicht. Weil ich dann weiß, dann, das wird mich runterziehen. Und an Tagen, wo es mir eh gut geht, wo ich weiß, das zieht mich nicht runter, da kann ich schauen. Und ich will ein bisschen informiert sein. Noch. Aber dieses Informiertsein, im Grunde genommen passiert ja nichts Neues mehr. Es ist ja eh nur Wiederholung und ein bisschen, sie setzen nur ein bisschen was drauf. Aber wir kennen doch schon alles, was sie machen und was sie wollen und die ganzen Mechanismen. Im Grunde kennen wir es. Also eigentlich braucht man uns nicht mehr sonderlich informieren. Der Rainer wollte noch was fragen, oder? Da ist die. Rainer, wolltest du noch was wissen? Nein. Okay, gut. Ja, nein, danke. Gerne. Gut, dann schauen wir uns jetzt die dritte und die fünfte Dimension an. Also, wir setzen uns bequem hin. Genießen das Ausatmen. Und beim Ausatmen lassen wir ein bisschen so einen Stress und einen Druck und das, was uns nervt, lassen wir los. Also wir seufzen ein paar Mal mit Genuss aus. Und egal in welcher Dimension wir uns befinden, wir gehen jetzt einfach gemeinsam in die fünfte Dimension. Und die tue ich am leichtesten, wenn ich mir vorstelle, dass ich in den Lift einsteige. Also wir bilden uns ein, ich habe einen Lift und ihr dürft entweder mit meinem Lift mitfahren oder ihr dürft gern in euren eigenen Lift einsteigen. Also ich habe jetzt einen Lift. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in meinen Lift einsteigen oder in euren eigenen Lift. Steigen wir in den Lift ein, in der Einbildung. Und dann drücke ich im Lift auf fünfte Stockwerk, fünfte Dimension. Ich drücke auf 5. Bling, die Tür geht hinter uns zu. Und der Lift fährt ins fünfte Stockwerk, in die fünfte Dimension. Egal, ob er aufwärts fährt oder abwärts fährt oder für manche vielleicht bleibt, der Lift kommt in der fünften Dimension, im fünften Stockwerk zu stehen. Bling, die Türen gehen auf und wir steigen aus in der fünften Dimension. Und wir gehen einfach ein bisschen in die fünfte Dimension hinein und fühlen, wie es sich in der fünften Dimension anfühlt. Wie ist es in der fünften Dimension? Wie geht's mir? Wie geht's meinem Atem in der fünften Dimension? Wie fühlt sich mein Körper an in der fünften Dimension? Die Leute, mit denen ich im Lift war, die Leute, die jetzt aus dem Lift ausgestiegen sind im fünften Stockwerk, wie fühlen sich die Menschen rund um mich herum an? Und wenn ich die Fühler ausstrecke in die Welt, in der wir uns jetzt befinden, in der fünften Dimension, wie fühlt sich die fünfte Dimension an? Was für Gefühle habe ich den Menschen gegenüber, die rund um mich sind? Was für Gedanken habe ich? Wie fühlt es sich in meinem Körper drinnen an? Ist da vielleicht Licht drinnen? Pulsiert dort vielleicht das Licht? Wie geht es meinem Atem in der fünften Dimension? So, und jetzt, nachdem wir das gefühlt haben, gehen wir jetzt
alle wieder zum Lift, weil jetzt fahren wir nämlich gemeinsam runter in die dritte Dimension und dann fahren wir wieder rauf in die fünfte Dimension. Wir gönnen uns jetzt von der fünften Dimension, gönnen wir uns einen Ausflug in die dritte Dimension. Das heißt, wir gehen wieder zurück zum Lift. Wir gehen alle zum Lift. Und wir steigen in den Lift ein, gemeinsam oder jeder in seinen Lift. In der fünften Dimension steigen wir in den Lift ein und ich drücke jetzt im Lift, in der fünften Dimension, drücke auf 3, dritte Stockwerk, dritte Dimension. Bling, die Türen schließen sich hinter uns und der Bewusstseinslift fährt mit uns aus der fünften Dimension hinunter in die dritte Dimension. Der Lift fährt bis in die dritte Dimension, ins dritte Stockwerk des Bewusstseins. Der Lift kommt zum Stehen, pling, die Türen gehen auf und wir steigen jetzt in der dritten Dimension aus dem Lift aus. Wir gehen hinaus in die dritte Dimension. Wie geht es mir mit dem Atem, wenn ich in den Körper hineinlausche? Wie ist es da jetzt vor dem Lift? Wie geht es mir, wenn ich da jetzt die Leute, die mit mir im Lift gewesen sind, wenn ich die um mich herum fühle? Wie geht es mir da? Und wie geht es mir, wenn ich so ein bisschen in die Umgebung hineinfühle? Also wenn ich in die dritte Dimension fühle, da bin ich ein bisschen gestresst. Kurzatmig, kann nicht so tief, nicht so entspannt atmen. Und habe so das Gefühl, ich bin ein bisschen misstrauisch. Rund um mich herum, da ist es nicht so stimmig, nicht so angenehm. Rundherum ist es auch stressig. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, mich schützen zu wollen. Und wenn es um mich herum stressig ist, dann fühlt sich das so an, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und dann schütze ich mich sicherheitshalber. Und es bringt aber nichts, mich zu schützen, weil wenn ich in mich hineinlausche, bin ich nicht sonderlich entspannt und fühle mich nicht angenehm, fühle mich nicht wohl. Und nachdem ich ja nichts falsch mache, könnte es sein, dass die rund um mich herum schuld sind, dass es mir nicht gut geht. Und dann fange ich an zu sagen, der ist schuld oder der ist schuld oder das ist der Grund oder... Also insgesamt ist so wahr oder bleibt es mir vom Leib oder ich weiß nicht oder ach, in der dritten Dimension. Und das war lang unsere einzige Dimension. Die dritte Dimension, in der haben wir lang gelebt. Bis ungefähr Pi mal Daumen zum Jahr 2012 haben wir ausschließlich die dritte Dimension gelebt. Das war unser Aufenthaltsort. Wir haben nichts anderes gehabt als die dritte Dimension. Das war gar kein, wir haben nichts anderes gekannt. Das war unser Alltag. So, und jetzt drehen wir wieder um und gehen wieder zum Lift. Wir gehen wieder zum Lift und steigen wieder in den Lift ein. Und wenn dann wieder alle im Lift sind, dann drücke ich im Lift auf den Knopf 5, auf fünfte Stockwerk, fünfte Dimension. Bling, die Türen gehen hinter uns zu und der Lift fährt mit uns in die fünfte Dimension hinauf. Wir fahren gemeinsam in die fünfte Dimension, ins fünfte Stockwerk. Der Lift fährt hinauf in die fünfte Dimension. Der Lift kommt zum Stehen. Bling, die Türen gehen auf und wir gehen hinaus in die fünfte Dimension, vor den Lift hinaus, fünfte Dimension. Und das Erste, was ist, wir holen Luft, oder? Wir entspannen uns, oh, Gott sei Dank, lauscht es in den Körper hinein, wie fühlt es sich im Körper an? Ist da jetzt wieder mehr Licht, ist der Körper entspannter, geht es dem Körper
besser? Wie geht es uns, wenn wir dann um uns, die Menschen, die um uns herum sind, wie fühlen sich die anderen an? Und wie fühlt sich einfach die Welt, in der wir jetzt sind, wie fühlt sich die Welt, in der wir sind, wie fühlt sich die jetzt an? Fünfte Dimension. Fühlt es noch einmal, wie ein Atem geht in der fünften Dimension? Gibt es da das Bedürfnis zu bewerten oder gibt es da das Bedürfnis, sich zu schützen in der fünften Dimension? So, und dann bleiben wir in der fünften Dimension und dann habe ich Bitte an euch. Kommt wieder zurück in die Gruppe, macht die Augen auf. Wie fühlt es sich an in der fünften Dimension? Berichtet bitte, erzählt, wie es euch gegangen ist in der fünften und in der dritten. Was ist der Unterschied? Was habt ihr erlebt? Wie geht es euch damit? Ja. Manfred, gern? Ja, also ich kann sagen, wenn wir rauffahren sind mit dem Lift, war das Gefühl schon anders. Angenehmes schon im Vorfeld schon war es für mich. Und dann rauf ist dann leichter geworden und mehr Platz um mich, mehr Raum. Und wie du dann gesagt hast, jetzt fahren wir wieder zurück in die dritte. Also da ist mir schon, bevor ich in den Lift eingestiegen bin, da wollte ich schon, hast du nicht gemerkt, so wieder zurück. Also ich wollte gar nicht, ich habe das schon weit weg von mir gestoßen. So quasi, der Körper will das eigentlich gar nicht. Der wäre viel lieber da. Und ich meine, da sind sicher noch Dinge, die wir zu lernen haben, Aufgaben zu meistern. Aber ich denke, für mich persönlich, ich werde da eher mehr rangehen ohne Erwartung. Weil in dem Moment, wo ich Erwartung habe, was jetzt da auf mich zukommt, setze ich ja schon wieder was voraus. Bin ich ja eigentlich schon nicht mehr im Urvertrauen. Und das dürfen wir auch, glaube ich, in dem Fünften ruhig haben. Also, ich meine. Also du hast in der fünften Dimension deutlich besser Luft gekriegt. Und die dritte war unangenehmer. Und du hast ja auch gebeten um eine Methode, wie man die Dimensionen wechseln kann. So geht's. Ja, also ich mache jetzt viel mit der, über die Verbindung mit den Planeten. Der Medical Medium, ich weiß nicht, ob der wen kennt von euch. Bleiben wir jetzt bei dem, was wir gerade gemacht haben, ja? Ich hätte gern von den anderen jetzt noch gehört, dritte und fünfte Dimension, wie sind gegangen? Danke, Manfred. Ja? Wie ist euch gegangen mit Liftfahren, dritte und fünfte Dimension, der Unterschied? Für mich ist auch gut gegangen, es war wirklich spürbar. Und in der fünften Dimension, also ich habe mich auch viel wohler gefühlt einfach. Und dann wieder zurück, ja. Nein, es war, man spürt es richtig, wenn man so mitgeht. Und du sagst es, du fühlst es auch total gut. Ja, war schön, danke. Und hast du gemerkt, Renate, in der dritten Dimension das Bedürfnis, sich zu schützen vor den anderen? Ja, genau, auf jeden Fall. Es war wirklich so, dass man denkt, hoffentlich kommt niemand und so, gell? Und oben in der fünften Dimension, da ist es einfach freier. Ja, das ist, und wenn dann die anderen auch das in der fünften sein, ja, dann kann es richtig durchatmen. Wirklich sein. Ja, danke. Danke, Renate. Cecilia, du hast genickt? Ich habe es auch so empfunden. Also beim Einsteigen noch eine schwere Atmung. Also noch schwer und dann in der fünften Dimension wie eine große Aura. Und ich habe verschiedene Situationen, die waren völlig leicht anzuschauen. Also und ich hätte wirklich einen Frieden mit allen.
so ein friedliches Gefühl. Und beim Rückfahren war ich wieder in der Schwere und es war also sehr interessant. Also es ist eine ganz tolle Art zum das spüren und kennenlernen, die fünfte Dimension. Also es war super, war es jetzt. Danke. Danke, Cecilia. Ja. Danke. Rainer, du hast eingeschalten, oder? Du möchtest nicht? Ja, ich sage eine Kleinigkeit. Also dritte Dimension, spüre ich ganz deutlich die Wut, mit der ich zurzeit sowieso sehr stark arbeite, weil ich habe durch die ganze Weltsituation, die wir gerade haben, so ziemlich, ich kann sagen, 98% alles meines Umfelds komplett zurückgelassen. Freunde und so, die eigentlich immer Freunde waren, haben sich jetzt natürlich gezeigt, wer wirklich Freund ist und wer will mir eigentlich zuhören und wer ist offen für das, was ich zu sagen habe. Und da war ich natürlich sehr gewut, dass ich da einfach nicht gehört wurde. Ist vielleicht meine Bedürftigkeit, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt sind wir bei der dritten Dimension. Fünfte Dimension merke ich gleich eine etwas, wie soll ich sagen, eine Freiheit, weil ich dann nicht in der Bewertung war, wie das Thema ja war. Und ich war stark am Bewerten, weil ich eben ja, sehr bewertet habe für diejenigen, die mir eben kein Ohr gegeben haben sozusagen und mich jetzt komplett aus dem Leben gebannt haben. Und weil du vielleicht auch bewertet wurdest von den anderen, oder? Das auch, aber letztendlich habe ich auch ich bewertet natürlich und die als Vollidioten abgestempelt, nicht wörtlich gesagt, sondern für mich innerlich, aber auch das sind natürlich Energien und Frequenzen, die vielleicht auch resonieren sozusagen. Und da darf ich natürlich hinschauen, runterzufahren und das loszulassen. Aber das war nicht einfach für mich oder ist immer noch nicht einfach, weil ja, ich bin ein Harmoniemensch und die kriege ich einfach nicht. Aber ich fange jetzt gerade neu an. Wie gesagt, ich habe fast alles zurückgelassen. Also ich rede von mehr als 98%. Und das ist für mich jetzt eine ganz neue Situation, wo ich komplett neu starte. Aber es tut mir gut, merke ich, lasse nach und nach los und darf jetzt auch die Wut loslassen. Und daher möchte ich natürlich in der fünften Dimension bleiben und höher, wenn es geht. Ne? Aber die Entscheidung zu treffen dazu, das alles hinter sich zu lassen, die dritte Dimension, und dazu zählt natürlich die Bewertung und die Wut, die gehört nämlich nicht in die fünfte. Aber okay, das ist einmal das Bewusstsein und das Gefühl ist eine andere Sache. Da sind die Emotionen, die das alles noch übertrumpfen sozusagen, und das ist so ein Zwiespalt, also so ein Auf und Ab, und das ist ein Mega-Prozess und da braucht man unwahrscheinlich viel Stabilität sozusagen, und die hole ich mir in der Natur. So als Tipp, das würde ich immer in die Runde sagen, bewegt euch raus. Und wer nicht laufen kann, der möge sich bitte in der Natur schieben lassen, wenn es nur einmal ein Baum ist, wo man sich untersitzen stellen darf. Nur das bringt uns näher. Danke, Rainer. Bewerten gehört in die dritte Dimension und die Wut gehört nicht in die fünfte. Tatsächlich ist es so, in der fünften Dimension habe ich keine Wut. Das heißt, wenn ich Wut habe, dann bin ich nicht in der fünften Dimension. Also wenn ich länger Wut habe. Wenn ich kurz auf was wütend bin, wenn ich mich über was ärgere und das ausdrücke, dann wirft mir das nicht aus der fünften Dimension. Aber in der dritten Dimension, da muss ich bewerten, weil da muss ich mich ja schützen, weil alles andere ist ja schlecht und gefährlich, deswegen muss ich bewerten und muss dann auch sagen, das und das ist falsch. Und wenn dann jemand was Falsches hereinbringt in mein Energiesystem, dann muss ich sagen, das will ich nicht und bleibe mir vom Leib und muss wütend werden. Das heißt, in der dritten Dimension ist Bewerten und Wut was vollkommen Normales. Das gehört dazu in der dritten Dimension. Das ist da ganz selbstverständlich Teil der dritten Dimension. Und in der fünften Dimension ist das kein Thema. Da kann ich das nicht fühlen. In der fünften Dimension gehören diese Gefühle nicht dazu. Die passen da nicht. Die sind da nicht angemessen. Die brauche ich nicht haben in der fünften Dimension, weil ich da keinen Anlass habe, sowas zu fühlen. Höchstens ja. Ein kurzer Moment, das passt mir nicht, hallo. Aber damit ist es dann schon erledigt. Ja? Ja, richtig. Und so springe ich hin und her, von 5 zu 3, von 3 zu 5, aber mehr in der 5 als in der 3, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dort verbleibe und dann mein Wachstum, ja, flowering free, also blühen lassen kann sozusagen. Mhm. Danke, Rainer. Ja. Noch was ist wichtig. Es ist nicht so, dass wir vorher nur in der dritten Dimension sind und dann nur in der fünften Dimension, sondern das ist eine wellenförmige Bewegung. Wir arbeiten uns aus der dritten in die fünfte, aber das ist eine wellenförmige Bewegung. Wir rutschen rauf, wir rutschen runter, wir rutschen rauf, wir rutschen runter. Richtig.
Das ist immer dieser Zurückfall, den man für ein Intervall hat, sozusagen. Ne? Vorher waren wir ausschließlich in der dritten. Jetzt, dann waren wir hin und wieder in der fünften. Und jetzt ist es so, dass wir immer länger in der fünften sind und immer kürzer in der dritten. Und irgendwann werden wir fast ausschließlich nur mehr in der fünften sein. Also hast du noch einen Tipp für die Verweildauer in der fünften, sozusagen, wenn die Gefahr besteht? Ich merke, hups, ich komme gerade wieder in die Wut. Also, ja, gern, das machen wir nachher. Okay. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen Feedback-Runde und dann Tipp, wie man immer öfter oder immer länger in der fünften bleibt. Gern? Danke. Ja, wer mag noch erzählen, wie es gegangen ist beim Liftfahren? Okay, dann mache ich weiter. Also wie schafft man das, in die fünfte Dimension zu kommen? Eine einfache Methode ist, mit dem Lift zu fahren. Wenn man oft genug Lift gefahren ist, dann reicht es auch, wenn man sich entscheidet, in der fünften Dimension zu sein. Wenn man merkt, jetzt rutsche ich ab, jetzt habe ich schlechte Gefühle oder jetzt werde ich kurzatmig oder jetzt muss ich mich wieder schützen, dann kann ich mich einfach, wenn ich oft genug Lift gefahren bin, kann ich mich einfach entscheiden. Fertig. Was auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel über den Atem in die fünfte Dimension zu kommen. Also ich habe eine Phase gehabt, wo ich mich hinaufgegähnt habe, wo ich dann 3 Minuten gegähnt habe, obwohl ich nicht müde war und dann auf einmal war ich in der fünften Dimension. Habe aber auch Phasen gehabt, wo ich mich runtergegähnt habe. Also gähnen kann entweder heißen, ich gähne mich hinauf oder ich gähne mich hinunter. Oder man kann sich rauflachen. Runterlachen kann man sich kaum. Aber rauflachen, wenn man plötzlich aus irgendeinem, es gibt einen nichtigen Anlass und man lacht eine Minute oder 2 Minuten, dann weiß man, man lacht sich in die höheren Dimensionen rauf. Man kann sich auch entscheiden, ins Herz hineinzufühlen. Ja? Man kann auch an jemanden denken, den man liebt. Jetzt ärgere ich mich gerade, weil diese scheiß Maskenpflicht und das ist so unfair und das ist so ungerecht und ich mache mir Sorgen um, ach Gott, ja. Und wenn ich mich dabei erwische, dass ich da so richtig reinsteige in irgendeinen dreidimensionalen Kram, wenn ich mich dabei erwische, kann ich sagen, das, was ich jetzt gerade aufführe, ist die dritte Dimension. Ich besinne mich jetzt auf mein Herz. Ich erinnere mich an jemanden, den ich liebe. Und das kann auch der Hund sein, das Haustier. Das kann die Mama sein, das kann das Enkelkind sein, das kann ein Liebhaber sein, wurscht wen. Ich denke an irgendetwas oder irgendjemanden, den ich liebe. Und wenn ich an denjenigen denke, also ich erwische mich in der dritten Dimension, der Schmäh ist, ich muss mich erwischen. Ich muss mich erwischen dabei, ich muss entdecken, dass das, was ich jetzt gerade fühle, nicht das ist, was ich möchte. Dass das, was mit Konkurrenz oder mit Schützen oder mit Anstrengung oder mit Bewerten zu tun hat. Okay, das, was ich gerade mache, ich höre auf damit, konzentriere mich aufs Herz. Wen liebe ich? Und dann denke ich an denjenigen, den ich liebe, besinne mich auf mein Herz, konzentriere mich auf, Schatz, ich hab dich so lieb. Das ist der sogenannte Fokus in dem Moment, wenn man sich dabei erwischt, wo bin ich eigentlich gerade, wo ist mein Fokus eigentlich? Ist mein Fokus jetzt auf Liebe sozusagen oder auf das Gegenteilige sozusagen? Denn, hey, stopp, Moment. Und dann kann man das, wie du gerade es gesagt hast, sich an einen schönen Moment oder einen schönen lieben Menschen zurückerinnern und dort nochmal von der Gefühlsebene nochmal tief hineinspüren und da sich einen Atemzug von abholen sozusagen, ob das ein Urlaubserlebnis war oder eine Person, mit der man ein schönes Gespräch hatte. Genau, es ist eine Frage des Bewusstseins oder der Aufmerksamkeit. Auf welches Niveau, auf welchem Level, auf was für Art von Gefühlen richte ich mehr Aufmerksamkeit? Richte ich mehr Aufmerksamkeit darauf, dass der Deep State schon wieder irgendeine Maßnahme plant und um Gottes Willen, der hat sich impfen lassen, da ist es entsetzlich und wird es gefährlich und wie dramatisch ist das? Ja? Und die Kunst ist, sich zu erwischen. Was mache ich denn da schon wieder? Ich kann es doch schon besser, ich kenne doch schon andere Gefühle. Und ich weiß, ich kann mich entscheiden, was anderes zu denken und was anderes zu fühlen. Darf ich einmal sagen dazu?
Ich habe das oft praktiziert, in dem Moment, wo das ist, diesen, was wir gerade beschrieben haben, wo ich sage, oh, jetzt habe ich mich wieder dabei erwischt. In dem Moment spreche ich dann aber zu den kleinen Rainer, sondern der kleine Rainer, der gerade 6 Jahre alt ist, und zu dem spreche ich natürlich liebevoll. Ne, zu mir als Erwachsenen, Rainer, da bin ich vielleicht mal ein bisschen hart und gib mir auch eine Schelle, also verbal. Aber zu dem kleinen Rainer spreche ich liebevoll. Und dann sage ich, Rainer, bleib ruhig, ist alles gut und komm wieder zurück. Also das ist auch eine tolle Methode. Es gibt diese immens physiologische, also gesunde Schizophrenie, dass wir herunter uns kindisch aufführen, deppert aufführen, dreidimensional aufführen und gleichzeitig uns dabei beobachten, was mache ich denn da? Na geht, okay, das ist ja wohl lächerlich. Ja? Wir beobachten uns dabei, das heißt, wir nehmen die Metaperspektive ein, wir sind gleichzeitig in der 5. Dimension, wissen, dass wir uns in der 3. Dimension auch befinden und entscheiden uns dann bewusst dafür, aus dem Kindischen, aus dem Alten, aus dem Bewährten, aus dem steigen jetzt aus. Ich entscheide mich, nur mehr die höheren Gefühle zu fühlen. Also das ist wie eine Schizophrenie. Man beobachtet sich dabei, wie man sich deppert aufführt und kann dann entscheiden, ich mache es anders. Mhm. Das ist was, was wir jetzt in der Lage sind zu tun. Früher konnten wir das nicht. Vor ein paar Jahren noch brauchten wir einen Therapeuten oder einen guten Freund, der uns gesagt hat, hallo, was führst du denn auf? Da haben wir die Außenperspektive von jemand anderem gebraucht. Und jetzt durch den Energieanstieg sind wir in der Lage, das für uns selber zu leisten und zu sagen, hallo, wie führe ich mich denn auf? Was mache ich denn da gerade? Ich heule vor mich hin, ich jammer vor mich hin, ich fantasiere mich da in irgendein Schreckensszenario hinein. Das habe ich nicht notwendig. Ich kann aussteigen, indem ich Lift fahre oder indem ich mich an die Liebe erinnere oder indem ich mich entscheide dafür, daran zu denken, für was ich dankbar bin. Das ist ich richte mein Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit auf verschiedene Niveaus. Luise, wie geht's dir? Ja, gut. Ich wollte dazu nur sagen, mir hilft zum Beispiel auch die Musik oder Singen oder ein Mantra. Ich habe zum Beispiel zu dem einen Mantra, wo da im arcturianischen Rat, oder ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit, da ist so eine schöne Melodie gekommen. Und wenn ich mit dem Rat zur Arbeit unterwegs bin oder so, dann summe ich das oder singe ich das vor mir hin oder auch sonst im Alltag. Und da merkt man sofort, man ist in einer anderen, da brauche ich mich nicht mehr schützen, gar nichts. Da bin ich. Da ist das auch eine, ich weiß schon, dass es nicht so abgestuft ist, aber man fühlt es dann doch so, dass man einfach in der Blase drinnen ist. Genau, singen, tanzen, Natur gehen, Lift fahren, sich entscheiden, an etwas oder jemanden denken, den man liebt. Das sind so Methoden, wo man jetzt relativ schnell und einfach in die höhere Dimension kommt. Und wie du richtig vorher gesagt hast, durch das Entscheiden, allein schon wenn ich die Entscheidung triff, passiert es im Prinzip schon. Oder? Und das war früher ja nicht möglich. Früher hat man händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, dem zu entfliehen und ist doch wie Pech irgendwie hängen geblieben. Und jetzt geht es ganz leicht, das spürt man schon deutlich, finde ich. Und das ist was, was man lernen müssen, verstehen müssen, dass es nur mehr eine Entscheidung weit weg ist. Es war früher nicht, genau, Luise. Früher sind wir drin gehängt, hoffnungslos, keine Chance da rauszukommen. Wirklich, nur noch entscheiden. Es geht so einfach. Außer wir inszenieren, wir erinnern uns, wir tauchen da richtig ein, um Gottes Willen, das ist ja so dramatisch. Wenn wir uns da reinsteigern in das Alte, ja, dann ist es schwerer rauszukommen. Aber jetzt spürt man auch, finde ich, sehr gut. Oder wenn man sich so in die Vergangenheit, wenn man es überhaupt macht, und manchmal macht man es halt, dann spürt man total, wie sich das schwer anfühlt im Vergleich zum anderen. Das ist nämlich auch schön. Das hat man früher ja auch nicht gespürt. Früher war man im Tal der Tränen. Ja. Und je länger wir unten sind und je länger wir unten herumsumpern und uns an das Alte, desto schwerer kommen wir raus. Je früher wir uns erwischen, dass wir wieder mal unten sind, was passieren kann, sobald wir uns erwischen, entscheiden, nach oben gehen, mit Lift fahren oder in den Wald gehen, je früher wir uns erwischen, desto leichter geht es.
wenn wir einen ganzen Tag Drama inszenieren und uns denken, um Gottes Willen, was wird mit der sein, die hat sich jetzt impfen lassen oder na, es ist so schlimm auf der Welt und die armen Kinder und je mehr wir uns da Drama rein inszenieren, desto länger braucht es dann, bis wir wieder draußen sind. Dann braucht man einen guten Freund, dann können wir auch eine Methode, wenn wir uns nicht mehr raussingen oder raustanzen können oder wenn dann durchgehend nichts mehr hilft, weil wir uns so unten hinein zementiert haben selber, dann rufen wir halt jemanden an und sagen wir, du, ich bin gerade in der dritten Dimension und komme da nicht raus, hilf mir. Sei so nett und fahr mit mir Lift. Oder sag mir, warum das Leben lebenswert ist. Überzeug mich 10 Minuten lang und dann geht es mir wieder besser. Ja, also mir hilft da sehr die Natur. Und da muss ich auch sagen, das ganze Corona, man hat uns ja eingebremst. Mir hat jetzt das Leben vorher schon eingebremst durch die Lungengeschichte. Aber es hat uns doch alle irgendwo zurückgeholt aus der Welt, immer schneller, immer weiter, immer höher. Mal einen Gang langsamer zu schalten, die Dinge wieder zu sehen, die schönen Dinge des Lebens. Ich sage, früher haben sie gesagt, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber wir haben sie gar nicht mehr gesehen. Wenn so ein Schmetterling da draußen sitzt auf dem Geländer oder eine schöne Blume aufgeht und so weiter. Also nur die kleinen Dinge, ist auch alles gute Energie und Liebenswertes. Wir sind künstlich entschleunigt worden und das war gut. Mhm. Das hat uns letztendlich hat uns das gut getan. Am Anfang war das ein Schock und ein Entsetzen und will ich nicht. Aber es hat uns gut getan, es ist Entschleunigen und ich bin jetzt auf mich selber zurückgeworfen und habe plötzlich Zeit für mich. Das ist ja ein Luxus, den wir haben. Ja, tatsächlich. Ja, Corinna? Ina, wenn du siehst, entschleunigt war er ja, auf eine Art schon, aber im Berufsleben netter. Also mir fällt speziell auf, es gibt welche, die wo ganz viel Arbeit haben, noch mehr wie sonst. Und welche, die wo gar keine Arbeit haben. Da frage ich, was ist da, weil du siehst, entschleunigt. Warum sind diese entschleunigt worden und die anderen aber haben doch noch mehr gekriegt? Es geht darum in der fünften Dimension, dass wir draufkommen, wer bin ich und was ist für mich stimmig. Und manchen hilft es, manche kriegen die Umstände, dass sie entschleunigt werden, um sich zu besinnen, wer sie sind. Und manche brauchen noch den beruflichen Druck, noch mehr arbeiten, damit sie draufkommen, das Arbeiten ist es nicht. Ich funktioniere nur noch. Ich spüre mich gar nicht mehr. Also unsere Seelen haben dafür gesorgt, dass wir in genau der Situation sind, in der wir sind, damit wir das lernen, was wir noch brauchen. Und bei manchen ist einfach der Druck weggenommen worden und bei manchen wird der Druck erhöht. Die einen brauchen es mit mehr Druck und die anderen brauchen es mit weniger Druck, um zur Erkenntnis zu kommen. Um drauf zu kommen, wer bin ich denn? Was ist denn für mich das Richtige? Und deswegen gibt es auch jetzt in speziellen in Berufssituationen, in manchen Berufen gibt es immer mehr Druck und immer mehr Druck, damit die Leute draufkommen, bis hierher und nicht weiter. Da mache ich nicht mehr mit. Ich bin nicht bereit, andere Leute zu impfen. Oder ich bin nicht bereit, das schulmedizinische System zu unterstützen. Oder ich bin nicht, dass die jetzt endlich kündigen. Dass die Leute endlich sagen, dieses System unterstütze ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit, da mitzumachen. Und manche brauchen noch mehr Druck und noch mehr Druck, bis sie dann endlich sagen, jetzt nicht mehr. Nicht mehr mit mir. Jetzt reicht's. Und manche sind da empfindlicher, ein bisschen Druck und sie sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Und andere muss man richtig, die werden richtig gequetscht vom Schicksal, bis sie dann endlich sagen, jetzt nicht mehr. Ich mache nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also und das hängt ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Ihr kennt es, es gibt Menschen, die da ist eine Kleinigkeit, zwickt es irgendwo und sie schauen schon, was ist das und wie kann ich mir selber helfen. Und andere, die sind krank bis zum Gehtnimmer und glauben immer noch funktionieren zu müssen. Mhm. Und so wie wir in der Körpersensibilität unterschiedliche Schmerzgrenzen haben,
so haben wir auch bei anderen Tätigkeiten unterschiedliche Schmerzgrenzen. Und manche, die, da muss halt der Druck so lange erhöht werden, bis sie sagen, und jetzt nicht mehr. Wir ticken leider so, dass es geht ja jetzt darum, wir haben jetzt mehrere hundert Leben lang im Rad der Reinkarnation, in diesem Inkarnationszyklus, in diesem eingespannt, in diese Wiedergeburt, haben wir Persönlichkeit entwickelt. Und jetzt geht es darum zu sagen, meine Persönlichkeit ist entwickelt. Was ist für mich richtig und was ist nicht richtig? Es geht jetzt darum, zu wissen, wer ich bin und was für mich richtig ist und was nicht. Und das innerlich zu wissen und dann auch zu artikulieren. Zu sagen, ich bin so und für mich ist grün richtig oder lila richtig oder 5,5 richtig oder kariert richtig. Das ist am Ende dieser Ego, dieser Persönlichkeitsentwicklung, müssen wir jetzt dazu stehen, wer wir sind und was für uns richtig ist und müssen das auch artikulieren. Also wir sagen, für mich ist es so stimmig, ich fühle das für mich richtig ist und das andere nicht. Ich kann da nicht sagen, warum, oder ich kann es dir begründen, warum, aber für mich ist das richtig. Und für dich ist was anderes richtig. Und das ist gut, dass du anders tickst und dass du jetzt was anderes für richtig haltest, dass du eine andere Wahrheit hast. Ja, wir müssen es auch gar nicht begründen, warum, oder? Das ist ja dann der nächste Schritt, weil bis jetzt haben wir ja immer geglaubt, wir müssen uns rechtfertigen und erklären und noch einmal. Und jetzt sind wir Gott sei Dank in der Phase, dass wir sagen können, so fühle ich das, für mich stimmt es nicht mehr, wie du gesagt hast, und Punkt. Ich habe das auch erlebt am Arbeitsplatz, mir hat man dann auch gefragt, und, bist du geimpft? Und dann ist im ersten Moment ist es aufgekommen, zu erklären, warum nicht. Und dann ist aber sofort, es ist in Sekundenschnelle gegangen, ganz klar die Stimme gekommen, nein. Und man hat nicht mehr nachgefragt. Das habe ich nämlich auch gemerkt, oder? Wenn man selber unsicher ist, dann gibt man dem anderen ja den Raum zu fragen und nachzuhaken. Und wenn die Klarheit da ist, dann ist es so. Und dann kann ja der andere entscheiden, darf ich trotzdem, ist es trotzdem recht, wenn ich weitermache oder sonst halt nicht. Passt auch. Ja, richtig. Das ist die Klarheit, mit der man was sagt oder mitteilt. Genau. Mhm. In welchem kräftigen Ton oder was auch immer. Von vornherein Flagge zeigen sozusagen. Mhm. Ja. Jetzt, Manfred, wolltest du noch was sagen? Passt schon, alles gut. So, dann, es war da die Frage, was tue ich, wenn sich meine Kinder sonst wer impfen lassen will? Was tue ich da? Also wenn ihr euch vorstellt, es gibt da einen lieben Menschen, bei dem es euch schmerzen würde, wenn der sich impfen lässt. Und ihr kriegt die Nachricht, dass der sich impfen lässt. Und schon zieht es euch runter in die dritte Dimension. Wenn es euch runterzieht in die dritte Dimension, dann seid ihr wieder im Bewerten. Und dann könnt ihr gescheit reden, was wollt und das bringt alles nichts. Und in der dritten Dimension, da sind wir ja hilflos. Das heißt, es ist sinnlos, wenn wir uns in die dritte Dimension hinunterbegeben, weil da sind wir machtlos. Und da haben wir Angst vor allem und da müssen wir uns schützen und da fangen wir an zu bewerten und dann fangen wir an besser zu wissen. Das sind wir anstrengend und das Leben ist anstrengend. Das heißt, wenn wir wissen, dass sich jemand, Kinder oder Eltern oder Freund impfen lassen möchte, wo wir dagegen sind, weil es sich für uns nicht richtig anfühlt, dann ist das Sinnvollste, was wir als erstes tun, wir gehen wieder raus aus der dritten Dimension und begeben uns in die fünfte Dimension. Das machen wir jetzt gleich. Wer so das Gefühl hat, dass der Gedanke allein, dass ich das gesagt habe, hat ihn runtergezogen.
Die Stimmung ist runtergegangen. Wer das bei sich bemerkt, könnte jetzt zum Beispiel sich vorstellen, er ist in der dritten Dimension und da ist ein Lift und die Tür ist offen und da kann man in den Lift einsteigen. Und dann kann man da auf im Lift drinnen auf fünfte Stockwerk drücken. Pling, die Tür geht zu und der Lift fährt in die fünfte Dimension. Und wir steigen in der fünften Dimension wieder aus. Wer nicht mit Lift fahren will, kann lächeln. Das ist auch gut. Lächeln. Oder wer nicht mit Lift fahren will und nicht lächeln will, der könnte an jemanden denken, den er liebt. Wen oder was liebt ihr? Nicht der, der sich impfen lässt, sondern jetzt jemand anderer. Euer Katzerl, euer erster Hund, eure Mutter, eure Wurstwehr, dann der sexy Nachbar. Denkt an jemanden, den ihr liebt. So, und dann sind wir wieder in der fünften Dimension. Und in der fünften Dimension sind wir Lichtsäulen, Liebessäulen, Bewusstseinssäulen, Antennen, die Licht ausstrahlen, die Urvertrauen ausstrahlen. Und das ist unser Job. Die in der dritten Dimension, die sich impfen lassen, das ist ja Angstreaktion. Wenn wir in der fünften Dimension Licht ausstrahlen, Licht sind, wenn wir Licht sind, wenn wir Liebe sind und das ausstrahlen, dann haben die Menschen um uns herum weniger Angst. Und dann ist weniger das Bedürfnis da, sich impfen zu lassen. Mhm. Weil wenn wir Licht sind und Liebe sind, dann strahlen wir nicht nur Licht und Liebe aus, sondern auch Bewusstsein. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Ein Bewusstsein für sich selber. Mehr Bewusstsein, mehr Gespür für sich selber. Sich besser, deutlicher fühlen. Wenn ich in der fünften Dimension bin, da kann ich mich besser fühlen und kann mich besser entspannen. In der dritten Dimension, da muss ich mich ja schützen vor allem und da sind überall Feinde. Und da mache ich dann einen Blödsinn, einen Blödsinn nach dem anderen. Wenn ich aber in der fünften Dimension bin und entspannt bin, dann kann ich hineinlauschen und kann mich gut fühlen. Das heißt, wenn ich in der fünften Dimension bin und dieses fünfdimensionale Bewusstsein ausstrahle, dann sind die Menschen um mich herum entspannter und kommen auch in die fünfte Dimension. Ich kann den anderen rund um mich herum helfen, in die fünfte Dimension zu kommen. Und wenn jetzt jemand sich, wenn jetzt jemand in unserer Umgebung sich impfen hat lassen, da kann ich mich entscheiden, den auch zu lieben. Ich strahle meine Liebe, mein Urvertrauen, das Licht, das ich bin, strahle ich einfach aus. Auf die Geimpften und auf die Ungeimpften. Ich bin einfach Lichtsäule. Genau. Ich kann den anderen leider nicht helfen. Aber wenn ich mich runterziehen lasse und mir dann Sorgen mache um den anderen, das bringt nichts. Da hat der andere nichts davon. Ich kann mich entscheiden, Liebe zu sein und erst einmal in der Schwingung bleiben. Und dann werde ich euch nur erzählen, was mit den Seelen passiert von den Menschen, die sich impfen lassen oder die geimpft sind. Das werde ich jetzt nur erzählen. Aber das hilft nichts, wenn ich das aus der dritten Dimension heraus mache. Weil in der dritten Dimension, da fange ich an zu rotieren und hilflos zu sein. Und was tue ich denn jetzt? Und das stimmt nicht und das passt nicht. Und um Gottes Willen, ja, in der dritten Dimension bin ich niemandem eine Hilfe, sondern da habe ich Probleme und mache Probleme. Da bin ich ein Problem in der dritten Dimension. Also bitte, wenn es um das Thema geht, erstes gehe ich in die fünfte Dimension. In die Liebe, in die Ruhe, ins Wohlfühlen. Achtet jetzt drauf, ich werde euch jetzt ein bisschen was erzählen über die Impfung, was die Impfung macht. Und ihr achtet währenddessen bitte drauf, dass ihr in der Liebe und in der hohen Schwingung bleibt. Bleibt im Herz, lauscht aufs Herz. Bleibt im fünften Stockwerk.
In der fünften Dimension. Könnt ihr fühlen in der fünften Dimension, dass ihr Licht seid? Könnt ihr es fühlen? Und genau das ist, bleibt bitte da, in diesem Lichtsein. Mit der Impfung, das ist das Problem, dass durch die Impfung wird die Seele vom Körper getrennt, sodass der Geimpfte nicht mehr in die fünfte Dimension kann, also ganz schwer. Weil die Seele vom Körper getrennt wird. Wenn ich aber in der dritten Dimension bin und Angst habe, dann fühlt sich das genauso an. In der dritten Dimension kann ich meine Seele nicht fühlen. Das ist wie eine Trennung von meiner Seele. In der dritten Dimension bin ich voller Angst. Da kann ich meinen höherdimensionalen Teil, meine Seele, nicht spüren. Und mit der Impfung wollen sie erreichen, dass die Leute in der dritten Dimension bleiben, von der eigenen Seele getrennt sind. Aber wenn ich Angst habe um jemanden, dann bin ich auch getrennt von der Seele. So, also achtet auf eure eigene Seele. In der fünften Dimension lauscht auf eure Seele. Hallo Seele. Seele, ich kann dich spüren. Meine eigene Seele, ich kann dich spüren. Das Sinnesorgan, mit dem man die eigene Seele wahrnehmen kann, ist das Herz. Lauscht aufs Herz. Hallo Seele. Lauscht auf die eigene Seele. Hallo Seele, ich kann dich spüren. Und Seele, ich kann dich fühlen. Und wenn ich dich fühlen kann, wenn ich dein Licht fühlen kann, dann bin ich in der fünften Dimension, dann ist alles gut. Und dann gibt es aber vielleicht einen Vater oder einen Onkel oder einen Freund oder einen Nachbarn, der sich impfen hat lassen. Und den Leuten, vielen von diesen Leuten passiert es, dass sich die Seele vom Körper trennt. Das heißt, der Mensch kann die eigene Seele nicht mehr fühlen. Die Seele ist wie ummantelt von Dunst. Wie die Seelen vom Geimpften, die fühlen sich an wie in Dunst, in Nebelschichten. Aber wenn ich meine Seele fühlen kann, dann kann meine Seele zu der anderen Seele hingehen, von dem Kind, von dem Nachbarn, von dem Onkel, von der Mama. Meine Seele, liebe Seele, da gibt es die andere Seele, die ist wie zugekleistert in einer dunklen Nebelschicht. Liebe Seele, geh darüber zu der anderen Seele und hilf dieser Seele von meiner Tochter, von meinem Onkel. Hilf dieser Seele, sich zu befreien von diesem dunklen Nebel. Und es kann sein, dass der andere noch gar nicht geimpft ist, sondern dass der einfach nicht sich nur überlegt, sich zu impfen, weil er Angst hat, sonst seinen Job zu verlieren. Und diese Angstschicht, die ist um die fremde Seele herum. Der ist vielleicht nicht einmal noch geimpft, aber die Angstschicht. Meine Seele, liebe Seele, meine Seele, geh zu der anderen Seele und hilf der anderen Seele, sich von dieser Angstschicht, von dem dunklen Nebel zu befreien. Eigene Seele macht dich frei, macht dich groß. Erinnere dich an deine Macht, an deine Schönheit, an die Größe. Du bist göttliche Energie, du bist Quellenergie. Liebes Licht der eigenen Seele, sei so nett und geh darüber und hilf der anderen Seele, sich von dem Nebel zu befreien. Sei es Angstnebel, sei es Impfnebel, sei es Manipulationsnebel, egal wie dieser Nebel heißt, wo er herkommt, hilf der Seele von meinem Kind, auch groß zu werden, auch zu strahlen. Weil wenn diese Seele groß ist und stark ist, dann kann dieses Licht die Persönlichkeit beeinflussen und kann sagen, ich weiß, was ich fühle und ich weiß, was sich für mich richtig anfühlt. Und ich lasse mich nicht mehr manipulieren. Liebe Seele, geh zu den anderen Seelen, die in der Nebel drinnen sind. Hilf den Seelen, sich zu befreien, damit sie auch so eine Erinnerung dran kriegen, dass sie aus der Quelle kommen, dass sie Liebe sind, dass sie ein riesengroßes Licht sind. Liebe Seele, hilf allen anderen Seelen, sich vom Nebel zu befreien.
Erinnere die anderen daran, die anderen Seelen daran, dass sie unmittelbar aus der Quelle stammen, dass sie Licht sind, dass sie Liebe sind. Und eine Seele, die sich befreit hat, die ist groß und stark und die kann das, die Persönlichkeit beeinflussen. Die kann wieder in den Körper gehen. Diese Seele kann sagen, jetzt reicht's. Das, was der Mensch da mit seiner Angst aufführt oder mit, wie er sich beeinflussen lässt, jetzt reicht's. Ich entscheide mich, in diesen Körper hineinzugehen und in den Körper, in dem ich hineingehöre, da mache ich jetzt wieder Licht an. Liebe Seele, so wie du dich entscheidest, in meinem Körper Licht anzumachen, groß zu werden, damit aus meinem Körper das Licht rausquillt, liebe Seele, so wie du in meinem Körper das Flutlicht anmachst, so können auch andere Seelen, die Seelen meiner Kinder, meiner Eltern, meiner Nachbarn, meines Liebhabers, können in diesen Körper hineingehen und das Licht anmachen. Liebe Seelen rund um mich, erinnert euch, wer ihr seid. Und dann geht es in den Körper hinein, in den ihr hineinkehrt und zündet da einfach das Licht an. Und dann verschwindet die Angst und dann verschwindet die Bewertung und das, der Wahnsinn und die Gedanken. Weil nämlich, wenn ich voller Liebe bin, dann muss ich weniger denken. Könnt ihr euch erinnern, in der dritten Dimension hat die Denkerei angefangen. Denken heißt bewerten, bewerten heißt denken. Und in der fünften Dimension, wenn wir in der fünften Dimension sind, könnt ihr euch erinnern, da haben wir weniger gedacht, da haben wir mehr gefühlt. Das heißt, ich brauche weniger denken, wenn ich in der fünften Dimension bin. Und wie komme ich in die fünfte Dimension? Wenn das Licht in mir drinnen strahlt und groß ist. Weil das Licht macht ein gutes Gefühl, das Licht in mir macht Urvertrauen. Fünfte Dimension heißt Licht. Fünfte Dimension heißt Urvertrauen. Fünfte Dimension heißt entspannt sein. Fünfte Dimension heißt... Ah. Und wie kommt dieses Gefühl zustande? Durch die Seele, durch das Licht, durch die Liebe. Das ist alles. In der dritten Dimension ist alles anstrengend, da muss ich alles bedecken, da ist alles furchtbar kompliziert, da muss ich mich bemühen und nichts geht. In der dritten Dimension, da ist der Wahnsinn. Und in der fünften Dimension, da ist... In der fünften Dimension, da ist Licht. In der fünften Dimension ist, ich bin, und weil ich bin, ist alles gut. In der fünften Dimension ist alles einfach. Das ist der Schmäh. In der fünften Dimension ist es einfach. Wenn es kompliziert wird, dann bin ich in der dritten Dimension. Mhm. Die Besserwisser sind alle in der dritten Dimension. Die, die einfach anwesend sind, sind in der fünften Dimension. Ich bin und alles ist gut. Das heißt, je mehr ich denke, desto wahrscheinlicher ist, dass ich in der dritten bin. Wenn ich mich gut fühle, bin ich in der fünften. Und damit bin ich Vorbild. Und liebe Seelen rund um mich, wenn ihr in eure Körper hineingeht, und euer Licht da drinnen ausstrahlt. Auch die Seelen haben das Recht, in einem Körper drinnen zu wohnen und sich wohlzufühlen. Also an alle Seelen rund um mich, lasst euch das nicht bieten von den Egos, die jetzt glauben, sich impfen lassen zu müssen und das besser wissen zu müssen und dort zu bewerten. Liebe Seelen, lasst euch das nicht mehr gefallen von den Egos. Geht in eure Körper und dehnt euch aus. Und dann müssen die Egos weniger denken. Dehnt euch aus. Ihr seid Licht, ihr seid Liebe, verbreitet dieses Licht und Liebe, setzt euch in die Körper hinein, in die ihr gehört und breitet euch dort drinnen aus. Weil Seele, du bist Licht, du bist Urvertrauen, du bist Liebe, du kommst aus der Quelle und du gehst in den Körper hinein und entscheidest dich in dem Körper dort drinnen, da fühle ich mich jetzt wohl und da breite ich mich aus und meine Schwingung ist jetzt das, was jetzt tonangebend ist und nicht mehr der ewig denkende Verstand. Wir kommen jetzt raus aus dem Ego-Zeitalter, rein ins Seelenzeitalter. Jetzt haben die Seelen das Recht zu sagen, was sie wollen. Und das Recht zu machen, was sie wollen. Nimmer das Ego. Die Seele kann sich jetzt das Recht herausnehmen, zu sagen, ich gehe jetzt in den Körper rein und da herrscht jetzt meine Stimmung. Und nimmer das, was der Verstand da am Blödsinn produziert und bewertet.
Wie fühlt sich das an? Wie geht es euch damit? Was sagt ihr dazu? Was geht euch jetzt durch den Kopf? Was sagt eure Seele? Wie fühlt sich's an? Alles sehr, sehr, es ist alles sehr, sehr stimmig. Es ist wirklich sehr stimmig. Fühlt sich sehr gut an. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut an. Und ich nehme das, was du gesagt hast, sehr dankbar mit ins Bett heute Abend und lasse es echt tief wirken. Und war für mich sehr, sehr nährreich. Dankeschön, dass du da vorgetragen hast. Das hat mich gerade wieder so ein bisschen zurückgeholt, weil ich hatte mich tatsächlich echt verloren. Und ich glaubte schon, sehr, sehr weit gewesen zu sein, fünfte Dimension, weil ich mich ja schon lange damit beschäftige und ich schon sehr, sehr lange in dem Prozess bin, intensiv die letzten 2 Jahre, wo ich alles losgelassen habe. Aber ich bin in den letzten halben Jahr wieder stark zurückgefallen. Aber das, was du jetzt wiedergegeben hast, hat mich wieder zurückerinnert und dafür danke ich dir herzlich. Das nehme ich heute ab ins Bett und lass es tief wirken. Dankeschön. Gerne. Und das Video gibt es dann auch ja auf psiaustria.com auf YouTube. Und dann kann man sich dann noch einmal anhören, falls man wieder runterrutscht und alleine draufkommt. Sehr schön. Das ist gut, das freut mich sehr. Danke. Ja? Ich für mich? Ja, gern, Manfred. Ich für meinen Teil liegt das immer vergleichen gern mit einem Leuchtturm. Ich muss jetzt nicht rumrennen und alle bekehren, dass ich impfen lassen. Du, lass dich nicht, weil ich finde es nicht richtig. Dann bin ich, aber ich kann ja stehen bleiben und Licht sein denen, die es brauchen. Und so denen zeigen, jawohl, schaut, es geht auch so. Ihr müsst es gar nicht, diesen Test tun, ihr könnt es auch einfach sein. Und das Sein ist ja schon sehr viel, dass wir da sind. Ja. Wir sind so gewohnt, tun zu müssen. Und jetzt kommen wir drauf, Sein ist oft genug. Oder ist oft mehr als tun. Mhm. Danke, Manfred. Danke. Was habe ich mich fusselig geredet? Ich wollte missionieren, ich wollte aufklären, ich wollte so viele davon abhalten. Nichts habe ich erreicht, rein gar nichts. Hier sind sie alle durchgeimpft, mein größtes Umfeld aus der Familie. Der gerade jemand verstorben nach der zweiten Impfung, einige Wochen später. Also ich konnte nichts erreichen mit dem, was du gerade sagst, wie in Deutschland nur stehen und sagen, hey Leute, schaut her. Und schön, nichts habe ich erreicht. So einfach kann es sein. Ja, so einfach kann es sein. Danke, Manfred. Corinna, ja? Inna, da sage ich nur, ich bin und alles ist gut. Einfach so. Ja. Cecilie, wie geht's dir? Ich finde es jetzt auch sehr toll, wie das jetzt durchgeführt wurde. Das bestätigt meine Achterbahn, dass ich öfters auch schon in der fünften Dimension war und immer wieder solche Kurven gemacht habe. Und ich für mich war das nicht vorstellbar, dass es so leicht ginge, immer wieder einzusteigen. Und das Bewusstwerden, dass wenn ich nicht in der fünften bin, also in der dritten bin, dass mir dann das nicht bewusst ist, dass ich dann in der dritten bin, dass ich da was machen kann. Also ich bin jetzt ganz begeistert. Es geht wirklich einfach. Es geht wirklich einfach. Freut mich sehr. Danke. Danke, Cecilia. Ja. Es geht aber nur deswegen so einfach, weil das kollektiv ist die Schwingung des Bewusstseins schon so hoch, dass es so einfach geht. Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war es noch nicht so einfach. Mit jedem Tag, wo es immer mehr Leuchttürme gibt, geht es immer einfacher, oben zu bleiben oder hinaufzukommen. Mhm. Wir schaffen ja dadurch eigentlich ein morphogenetisches Feld, oder? Wodurch es den anderen dann leichter fällt, auch in die Schwingung zu kommen. Also da sehe ich irgendwie auch die Aufgabe dahinter. Genau. Aha. Und dann fühlt sich das extrem gut an, ja, in dem Bewusstsein, weil gerade die Menschen, die wir lieben, und es sind ja wirklich, also in meinem Umfeld auch, die meisten haben das zugelassen und
Und es ist wirklich so, wie du sagst, in dem Moment, ich habe sogar erlebt, dass meine eigene Tochter, die Jüngste, die leider dazu irgendwie überredet wurde durch ihren Partner, die war dann an meinem Geburtstag da und hat mir es gesagt. Und dann schaut sie mir ganz treuherzig an und sagt, Mama, hast du mich trotzdem noch lieb? Ich habe sie einfach in den Arm genommen und ganz liebevoll gesagt, was für eine Frage, oder? Weil die Liebe heilt, das garantiert, ja. Ist irgendwie ein Katalysator. Für die dann, deren Schwingung irgendwie, denen es gelingt, dass die Schwingung trotzdem hoch genug ist, da ist dann der Körper in der Lage, alles das zu neutralisieren. Aber das ist eine Frage der Schwingung. Ja, genau. Claudia, wie geht's dir? Mir geht das schon viel durch den Kopf. Also ich glaube, mein größtes Learning, sofern man das so bezeichnen kann, ist, dass mein Sein, mein Dasein meine größte Wirkkraft ist. Da brauche ich nichts denken, da brauche ich nichts tun, nichts, was man in der dritten Dimension alles irgendwie versucht hat, sondern einfach, so wie du gesagt hast, also die Seele gibt den Ton an und ich habe wirklich in mir so ein Tonstudio errichtet. Ja, ich habe so ein Mischpult und wenn die Seele den Ton angibt, dann brauche ich eigentlich nur schauen, wo die Regler sind. Und wenn es, weißt du, da habe ich, weiß ich nicht, einen Regler, keine Ahnung, Freude, Liebe, Wohlfühlen, Entspannung, Regler. Und wenn ich irgendwie merke, dass die Regler runterrutschen, dann brauche ich nur geistig die Regler raufschieben. Und dann bin ich wieder voll in meiner Kraft und dann gibt auch die Seele den Ton an. Ich habe das absolute Tonstudio. Ich bin der Raum mit dem Tonstudio in mir und ich spiele die Musik. Und ich schaue, dass die Regler oben sind. Natürlich sind sie auch manchmal unten. Was ich auch irgendwie probiere, es ist halt immer wieder ein Versuchen, Bewusstsein inkludiert alles und bewertet nichts. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir aufhören, uns selber zu bewerten. Mal halt bin ich wieder schlecht drauf, mal das habe ich irgendwie nicht geschafft, mal schaffe es nicht, dass die Regler oben sind, mal jetzt ist das wieder runtergerutscht, ja. Sondern einfach auch liebevoller mit sich selbst sein. Wenn Bewusstsein alles beinhaltet und nichts bewertet, dann ist es ja wieder das Ego, das daherkommt und sagt, aha, Regler runtergerutscht, so, ist aber einer böse. Ja und, ist halt unten. Und ich kann auch einmal bewusst schlecht drauf sein, warum nicht? Wenn ich wähle, dass ich heute einfach nicht will, weil heute will ich einfach bewusst schlecht drauf sein, dann bin ich halt bewusst schlecht drauf. Irgendwann geht es mir eher auf die Nerven. Ja, dann kommt der Regler eh wieder hoch und dann sage ich ja, mag ich ja eh nicht. Ja? Aber das ist wirklich, weil das so völlig konträr zu dem ist, wie ich bis jetzt gelebt habe und wie es uns auch vermittelt worden ist, einfach dieses lieb zu mir selber sein. Also wenn ich Bewusstsein bin, dann darf ich auch alles inkludieren und nichts bewerten. Und einfach liebevoller mit mir sein, mit den Regeln spielen und sagen, aha, wo ist halt unten, oben, mag ich es eigentlich unten, mag ich es oben. Und vor allem, was ist der Wert daran, wenn es unten ist? Es ist ja faszinierend, was wir für Süchte entwickelt haben. Ja? Diese Sucht, schwer zu sein und schwer zu fühlen. Diese Sucht, ein Problem zu haben, ein Problem zu lösen, weil da können wir uns so ordentlich anstrengen. Und das sind ja alles Werte, die haben ja überhaupt keinen Wert mehr. Ja? Also quasi so neue Werte installieren. Und was ist der Wert daran, ob ich mich freudig fühle? Was ist der Wert daran, wenn ich mich unglücklich fühle? Und das kann ich halt mit mir so verhandeln. Also so irgendwie spielerisch auch mit mehr Freude und Leichtigkeit versuche einfach diese Brücke zu schlagen zwischen 3D und 5D. Und mit dem Tonstudio, mit diesem Regler, es funktioniert. Ich brauche nur einen Regler hochschieben. Ich brauche nicht einmal Wahl treffen. Ich brauche nur den Regler nehmen, geistig hochschieben. Und faszinierend, wenn ich das tue, wenn ich merke, wie schnell das geht. Wie schnell, also ich kann mittlerweile so mit dem Finger schnippen und ich bin in der Freude.
ich kann aber auch mit dem Finger schnippen und bin ganz unten, ja. Aber einfach zu erkennen, wie schnell das geht, wie schnell wir, also wir sind ja der eigene Dirigent in Wahrheit, ja. Wir haben das Orchester da drinnen und wir sind die, die in Wahrheit als Dirigent die Regler oben halten, damit die Musik schön ist, die da in mir spielt, ja. Also so irgendwie. Es ist wirklich tagtäglich einfach ein Beobachten, das Ganze ein bisschen mit Schmäh nehmen. Ich bin halt so ein Kreativer, ich brauche das irgendwie so bildlich, ich brauche ein Tonstudio mir und da spiele ich halt mit den Regler. Ich bin der Raum sowieso. Ich versuche es nicht so ernst zu nehmen, nicht so streng zu mir zu sein, nicht zu bewerten, alles zu inkludieren. Und wenn er halt irgendwie über was komisch denkt, dann sage ich interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Und das sage ich 20 Mal. Und wenn ich das 20 Mal sage, weiß ich nicht mehr, woran ich gedacht habe. Das ist wie ein Löschungssatz. Es gibt so faszinierende Löschungssätze, die so einfach sind, ja. Ich brauche nur sagen, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Und wenn ich das 20 Mal hintereinander sage, weiß ich nicht mehr, woran ich vorher gedacht habe. Das Ego ist wie, es ist so, wie wenn du dem Ego einen Fuß stellst. Oder wenn man zum Beispiel sagt, alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Das Ego steigt komplett aus. Und wenn man das 10, 20 Mal hintereinander sagt, ist alles wieder gut. Ja? Also es gibt schon so Tricks und so Techniken. Und mit dem, finde ich, kann man sich ganz gut, wenn man es jetzt nicht so ernst nimmt und das Ganze so spielerisch sieht, wie ein Kind auch, wenn man in dieses kindliche Spielerische auch wieder zurückfindet, in diese Leichtigkeit, in diese Freude, in dieses Entdecken, in dieses Forschen, dieses Schwere rausnimmt. Wenn man das schafft, dann funktioniert das irgendwie ganz gut. Und ich glaube auch, dass wir auch diese Unterstützung haben und von der Energie geht es ja jetzt sowieso auch schon sehr viel leichter als früher. Was haben wir uns früher abgeraten, bitte? Es war ja unglaublich, ja, bis wir endlich irgendwo hinkommen sind. Heute geht es ja eh schon zack, zack. Es ist, oft kommt es mir vor, es ist nur wie eine Wahl treffen. Ja. Im Endeffekt ist es eine Wahl. Und wenn ich die Wahl wähle, weiß ich nicht, freudig zu sein, leicht zu sein, spielerisch zu sein, kindlich zu sein, die Regler raufzugeben, ja, was soll's. Irgendwie auch so in dieser Kommunion zu sein, ja, auch in dieser Verbindung, auch mit der geistigen Welt, mit der Erde, mit allem, mit dem Bewusstsein. Wenn ich mich mit dem verbinde, ja, dann bin ich ja da eh inkludiert. Danke, Claudia. So irgendwie. Ich glaube aber dennoch, dass das Ganze nicht so einfach ist, so jetzt mache ich und tue, sondern es ist ja das Ganze auch ein Prozess, ein langer Prozess, wenn man denkt, dass das gesamte Wissen in jeder Zelle von uns sitzt. Und das muss einmal zuerst mal in Bewegung kommen, dass jede Zelle noch hat, dieses neue Wissen. Natürlich hat Zeit. Und den dürfen wir uns, glaube ich, geben. Da dürfen wir nachsichtig mit uns selber sein, mal in den Spiegel schauen und sagen, ich liebe dich. Und das wirklich glauben auch, weil wer tut denn das mit sich selber? Die wenigsten. Danke, Manfred. Das ist was ganz was Wichtiges. Wir brauchen die Zeit, um von der dritten in die fünfte Dimension zu kommen. Weil wir so viele Bewusstseinsebenen haben, die noch, wo ganz viel altes, dreidimensionales, was uns unten gehalten hat. Also ursprünglich sind wir ja göttliche Wesen und wir haben uns was einbauen müssen oder einbauen lassen müssen in die Aura und in die Zellen, damit wir überhaupt unten bleiben können. Und dieses Ausmisten aus allen Bewusstseinsebenen, auch aus dem Körper, das braucht Zeit. Wenn wir das auf alles auf einmal rausholen würden, dann würden wir komplett vergiftet werden, sowohl körperlich als auch emotional. Als auch Karma, wenn alles auf einmal hochkommen würde, das würden wir gar nicht aushalten. Das heißt, wir brauchen zum Ausmisten dieser dreidimensionalen Programme und Gifte, brauchen wir Zeit. Und diese Zeit, die haben wir jetzt. Und mit jedem Mal, wo wir ausmisten, wo was rausgearbeitet wird oder was sich was raustransformiert, mit jedem Mal wird es leichter und mit jedem Mal wird es einfacher. Wenn man das erste Mal in der Rückführung macht, dann ist das ein Riesending und nach der 10. oder 20. Rückführung denkst du, ja, bin ich halt wieder mal verbrannt worden am Scheiterhaufen.
Oder wenn du deine Kindheit aufarbeitest mit deinen Eltern, ja, am Anfang, um Gottes Willen, mein Vater war so dramatisch. Ja? Und wenn du dann 3 Jahre in der Kindheit aufgearbeitet hast, irgendwann sagst du, ja, kenne ich schon, aha, das ist auch noch eine Ebene. Also das heißt, mit jedem Aufarbeiten, mit jedem Loslassen wird es leichter und es verliert die Bedeutung und die Dramatik und irgendwann stehen wir drüben und sagen wir, ja, so war das halt. Also es ist ein Weg, es ist ein Prozess, genau. Und dieser Prozess, der braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Und dann kommen wir aber in die Zeitlosigkeit. Also das merkt sie ja auch, dass sich das Zeitgefühl verschiebt. Mhm. Weil man jetzt aus diesem endlos und ewig und festgefroren in Raumzeit kommt man jetzt immer, die Zeit ist flexibel und dann bis zu, es gibt dann keine Zeit mehr. So, aber zur Zeit, langsam wird es Zeit, dass wir das jetzt beenden. So, das war der Mitschnitt von Ina Blas vom 22.07.2021. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da und vergesst den Abo-Button nicht und auch noch die Glocke. Ich wünsche euch was. Tschüss.